Ja, Leute, es kam zum fünften Mord, der Tod von Teruya Otori. Und ich habe gedacht, okay, im dritten Kapitel konnte ich halt keine Theorie machen, weil ich gespoilert wurde dazu. Im vierten Kapitel hatte ich gar keinen Plan und zugegeben, auch hier habe ich keinen Plan, aber trotzdem habe ich mir mal einige Gedanken gemacht und ich glaube, ich habe vollkommen Unrecht. Aber hey, vielleicht stellt sich ja zumindest einiges hier als wahr heraus. Wer weiß, wer weiß. Ich wollte in der Hinsicht zumindest einige Gedankengänge mit euch teilen. Hier haben wir erstmal die Leiche, wir haben zu drei Zeitpunkten die Leiche gesehen. Einmal natürlich, als er gestorben ist, dann hier zuerst, als wir in das Zimmer reingegangen sind und dann hier in diesem Video. Das erste, was daran sehr auffällig ist, ist, dass es immer die exakt selbe Pose ist. Ich habe mir gedacht, okay, weil es hier in diesem Kapitel auch so ein bisschen um Film geht, Kameras und so, könnte es vielleicht sein, dass dieser Projektor hier selbst Teruya projiziert, aber nee, man sieht ja hier sogar den Schatten an der Wand und wie auch das aus dem Bild herausgeht, das kann also nicht sein, dass es einfach nur von diesem Raum aus übertragen worden wäre oder so. Nee, nee, das kann nicht sein. Was ich aber sehr verdächtig finde ist, als wir in dieses Zimmer zuerst reingegangen sind, wisst ihr, da waren wir ja zu viert unterwegs. Sora, Yoroko, Yuki und Iroha. Und alle vier von uns haben die Leiche gesehen, aber dennoch kam es zu keiner Body Discovery Announcement. Ist das nicht seltsam? Weil eigentlich, sobald drei Leute zuerst die Leiche sehen, müsste die spielen. Das würde eigentlich bedeuten, dass Teruya zu diesem Zeitpunkt noch nicht tot war. Daher glaube ich, dass vielleicht eine Art Mechanismus geschaffen wurde, damit durch das Zerstören der Tür wir einen, also diesen Mechanismus auslösen. Wir haben ja hier sogar den Schalter gesehen mit Klebeband drauf. Und ich glaube, dass an diesem Klebeband vielleicht irgendwie dieser Film befestigt war, weil ja auch hier gesagt wurde, dass es sehr leicht entflammbar war und da haben wir das hier am Boden gesehen. Ich glaube, sobald wir die Tür aufgemacht haben, hat halt dieses Papier gebrannt und dann ging dieser Sprinkler an. Könnte es vielleicht sein, dass in irgendeinem dieser Sprinkler dieses Cyanid drin war? Ich weiß jetzt zugegeben nicht, wie genau Cyanid funktioniert. Ich habe ein bisschen gegoogelt, es ist scheinbar so eine Art Pulver und es ist eines der effektivsten Suizidmittel der Welt. Und man stirbt anscheinend innerhalb von gerade einmal 2 Minuten dadurch, wenn man Cyanid zu sich nimmt. Also ich glaube, hier wurde irgendeine Art Mechanismus geschaffen. Ob es jetzt durch diesen Sprinkler dann Cyanid verteilt wurde und Teruya so gestorben ist, weiß ich nicht. Er hätte es ja trotzdem noch irgendwie zu sich nehmen müssen, ne? Und ich meine, er sah ja hier nicht gerade lebendig aus. Es schien schon so, als ob er hier bewusstlos gewesen wäre, oder? Ich meine, es könnte vielleicht sein, dass es alles eine Falle von Teruya war, dass er hier diesen ganzen Mechanismus selbst geschaffen hat, sich dann hier so hingesetzt hat und dann quasi durch die Sprinkler bewusst das Cyanid zu sich genommen hat, aber ich weiß nicht. Ist ein bisschen komisch. Das wäre dann ja trotzdem noch ein Suizid, weil er ja selbst quasi für den Mord gesorgt hat. Oder? Es ist ein bisschen komisch, keine Ahnung. Naja, kommen wir mal hier zum nächsten Punkt. Was ich hieran sehr komisch fand, ist, sobald wir reingekommen sind, kam es natürlich hier zu diesen Sprinklern, dass es überall geregnet hat und so. Aber was ich komisch fand, ist, dass Iroha gesagt hat, dass wir sofort rausgehen sollen. Ist das nicht auch verdächtig? Warum würde Iroha das sagen? Es ist doch nur Wasser. Ich meine, selbst wenn es starkes Wasser ist, starker Regen, wen interessiert? Es ist gerade jemand gestorben. Also wollt ihr mich verarschen? Also das checke ich so irgendwie so gar nicht, warum ich jetzt so mega Angst vor diesem Wasser haben sollte. Und da finde ich es komisch, dass Iroha diejenige war, die gesagt hat, okay, wir sollten rausgehen, bevor wir nass werden. Ebenso interessant ist es wohl, dass dieses Fenster hier kaputt gemacht wurde. Aber, ich meine, schaut euch mal dieses Loch an in dem Fenster. Das ist doch nicht groß genug, damit man dort wirklich durchpasst, oder? Vor allem, die Person hat ja scheinbar auch noch die Leiche von Teruya mitgenommen. Also, angenommen, Teruya war es nicht selbst, der hier durchgegangen ist. Ich meine, okay, wenn eine Person hier durchpassen würde, okay. Aber eine Person mit der Leiche, dafür ist doch das Fenster gar nicht groß genug, oder? Also das Loch, meine ich natürlich, groß genug. Das fand ich so ein bisschen komisch. Weil ich habe auch da ein bisschen recherchiert. Und scheinbar ist etwas, was man machen soll, wenn man Cyanid zu sich genommen hat, direkt frische Luft. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich mega viel hilft, aber stand halt so dabei, keine Ahnung. Vielleicht wurde deswegen dann das Fenster kaputt gemacht. Es ist ein bisschen komisch irgendwie. Genauso komisch ist es, dass Mikado uns hier die ganze Zeit gesagt hat, dass diese Brücke eigentlich nicht aktiv ist, sondern dass es nur ein Bug ist, dass wir die Brücke sehen können von unten. Ich glaube viel eher, dass es genau andersherum ist und dass die Brücke eigentlich aktiv ist und der Bug ist, er hat ja selbst gesagt, dass die visuellen Daten, dass die verbuggt sind oder so, ne? Ich glaube also, die Brücke ist da, wir können sie nur nicht von hier oben aus sehen. Und als wir dann zum nächsten Mal am Ende der Ermittlung überprüfen wollten, ob das so war, ist natürlich Mikado direkt aufgetaucht und hat unsere Zeit verschwendet, damit wir genau das nicht nochmal überprüfen können. Also ich glaube schon, dass diese Brücke irgendwie da ist. So, können wir weiter runter hier. Ja gut, dann hatten wir jetzt hier noch die Aussagen von Yoroko mit diesem Liver Mortis und dem Cyanid. Um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt hingepackt habe. Also ich habe ja schon eigentlich so ein bisschen darüber geredet. Und die Monocro-Akte. Was ich hieran so interessant finde, ne? Dieser eine Schnitt in die Brust hier. Ich weiß nicht, ob das die Todesursache war, ob das überhaupt ausreichen würde,
Ich meine, da ist ja schon so ein bisschen das Herz in diesem Bereich, ne? Klar, aber ich weiß nicht. Auch dass zu diesem Zeitpunkt, wie hier steht, nicht viel Blutverlust war, würde ja eigentlich implizieren, dass er zu diesem Zeitpunkt bereits tot war, oder nicht? Deswegen weiß ich nicht genau, was dieser Schnitt eigentlich verursacht hat. Weil sofort, als ich diesen Schnitt gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, das sieht schon irgendwie sehr professionell aus, als ob Shobai dafür verantwortlich gewesen wäre. Weil wenn jemand hier mit einem Messer umgehen kann, dann höchstwahrscheinlich Shobai, oder? Ja, um ehrlich zu sein, ich habe jetzt jede Menge gesagt, aber so richtig was gesagt habe ich jetzt auch nicht, oder? Also, einige Theorien zu einigen Dingen, okay. Also das Einzige, was ich jetzt hier noch übrig habe, was ich sagen kann, ist hier. Shobai hat gesagt, er muss das tun, für was er bezahlt wurde. Aber danach ist halt direkt, verschwunden. Er hat sich aus dieser Welt herausteleportiert. Gut, das weiß ich natürlich nicht, ob er sich wirklich aus der Welt hinaus teleportiert hat oder ob das Sora nur so vorkam. Das kann man natürlich jetzt nicht so genau wissen. Aber er schien schon irgendetwas vorzuhaben. Frage ist nur, was? Und das andere war natürlich, ganz am Anfang des Kapitels hat Mikado gesagt, dass er sich direkt mit Iroha um den Plan kümmern wollen würde. Erinnert euch noch daran, dass er schon eine generelle Idee des Planes hatte. Es könnte vielleicht sein, dass Mikado selbst den nächsten Mord vorhatte. Aber ich glaube nicht, dass er sich am Ende dumm gestellt hat, weil er gesagt hat, dass er nicht wusste, was hier geschehen war. Ich glaube viel eher, dass er hat Iroha für sich hat arbeiten lassen irgendwie. Kann das nicht sein? Weil ich glaube, Teruya wollte irgendwie Mikado umbringen, aber Mikado hat das kommen sehen und hat so irgendwie für den Tod von Teruya gesorgt. Aber Teruya wusste das und hat dann noch Shobai irgendwie gefragt, dass er ihm hilft oder so. Weil ich glaube, es arbeiten in diesem Fall zwei Leute zusammen immer. Ich glaube, Iroha und Mikado haben zusammengearbeitet, klar, weil es sind Voids. Und Shobai und Teruya haben irgendwie zusammengearbeitet. Aber ich habe, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, wer der Mörder ist. Ich glaube, dass es irgendwie ein Mechanismus war und dass wir, indem wir in dieses Zimmer reingegangen sind, irgendwie Teruya letztendlich umgebracht haben. Aber ob das der Plan von Teruya war oder von Mikado oder von wem auch immer, ich habe keine Ahnung. Weil ich meine, ist es nicht ein bisschen komisch, dass Teruya gesagt hat, dass er uns alle retten wollen würde und dass er dieses Killing Game beenden will? Kann es vielleicht sein, dass der einzige Weg, dieses Killing Game zu beenden ist, indem man alle umbringt? Weil das war ja auch damals der Plan von, oder scheinbar, sage ich mal, der Plan von Nagito im 5. Kapitel, als ich dann herausstellte, dass er eigentlich nur Chiaki mit diesem Plan retten wollte. Erinnert euch noch daran? Das waren noch Zeiten. Und natürlich ist dieser Plan hier, oder dieser Fall hier generell, eine starke Anlehnung an den 5. Fall von Danganronpa 2. Eine Sache, die ich aber trotzdem nicht verstehe, ist, was ich noch erwähnen wollte, warum musste Teruya unbedingt in dieses andere Zimmer gebracht werden? Das ergibt für mich halt irgendwie gar keinen Sinn. Weil er war ja schon in dem einen Turm, warum musste er von diesem einen Turm unbedingt in den anderen Turm gebracht werden? Und warum hat er in allen drei Momenten die exakt selbe Pose? Es ist ein bisschen komisch. Und ich würde sagen, diese Theorie war irgendwie ziemlich nutzlos. Wenn ich mich auf irgendetwas festlegen müsste, würde ich sagen, Shobai und Teruya haben zusammengearbeitet und Mikado und Iroha haben zusammengearbeitet, aber wer letztendlich der Mörder ist, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das wird ein sehr komplexer Fall werden und die nächsten Parts, die werden auf jeden Fall sehr interessant werden. Ja, ich weiß, ich habe jetzt nicht wirklich viel gesagt, aber einfach nur so ein paar Gedankengänge dazu. Gut, dann schauen wir uns im nächsten Part dann den Anfang der nächsten Klassenverhandlung an. Ich bin echt mega gespannt.